Servus Leute, was geht? Mein Name ist Cheyenne Garcia und herzlich willkommen zu einem neuen Street-Interview-Original in Berlin. Es freut mich sehr. Hi, grüß dich. Hallo. Darf ich mal kurz stören? Was löse ich oder was? Ich bin der Uwe, Junge. Ja, Uwe. Na, lörisch oder wie? Bist du aus Dresden? Wo kommst denn du her? Aus Hessen. Was bist du für Nationalität? Iraner. Oh, eine Sekunde bitte. So, jetzt können wir weiter quatschen. Was ist los oder wie? Ich mein Lieber. Na, hi, wie ist dein Name? Alles klar? Sekunde mal bitte, Marek. Bring mal zwei Stangen. Brauchst du Zigarettchen? Ich rauche nicht. Ich bin Luzek, mein Lieber. Wie heißt du? Luzek, was ist das für ein Name? Zigarettchen, normal, Bro, LM, egal was brauchst du. West, Eis, Limited. Ich rauche nicht. Menthol, Kurva. Da viel Familie bringst du mit. Tach, wer bist du? Das ist der Cheyenne. Bitte kurz vor. Cheyenne Garcia. Gut, alles klar. Wie geht's dir heute? Ja, super, wenn ich dich sehe, ist immer alles super. Entschuldigung, wir drehen hier. Ja, dann hast du eine Zulassung? Komm. Ganz kurz mal bitte. Scheibe mal bitte runter. Führerschein, Fahrzeugpapiere, Jan, einmal bitte. Ja, nein, ich hab auch keine Zeit mehr. Gut, dann fahr hin, komm. Hast du eine Freundin? Bist du getestet? Ja. Oder genesen? Genau. Kannst du das gerne einmal sehen, bevor wir hier weitermachen? Ja, jetzt bin ich nicht dabei. Ja, ich vertraue dir jetzt mal, ich mache ab. Okay? Ja, ja. Ich gehe einen Schritt zurück. Ja, ja. Sicherheitsabstand. Heute haben wir das Thema Beziehungstipps. So, hast du eine Freundin? Wer ist denn das? Das ist mein Kameramann. Wo kommt denn der her? Der ist Kurde. Oh, das wird mal zu bunt hier irgendwann. Kurde, alter Iraner, wo sind wir denn hier? Ja, aber das ist, wir sind Multikulti, ist doch schön. Oh, das gibt's nicht, Multikulti. Du kannst doch hierher kommen, eine Woche kicken wir es Luft und dann gehst du wieder rüber. Die brauchen dich da drüben, Junge. Ja, aber wir haben das Land aufgebaut. Gerade Iran, die brauchen dich. Und du? Luzek, woher kommst du ursprünglich? Popolski, ne? Aus Polen, ja. Was denkst du, dass die ganze Gesellschaft denkt, dass dir klaut? Das stimmt, ja. Ja. Ich bin Langfinger, ja? Ja. Ich kann nicht. Ja, wenn ich im LKWs. Laden bin, Kurva, da juckt mich so. Also LKW-Führerschein? Na, LKW, der Taxi, der Auto, ja, alles. Alles bringst du rüber. Führerschein auch geklaut, ne? Ja? Ja, ja, na klar. Hi, guten Tag. Tag, Micha. Wie heißt, wie ist denn dein Name? Tommy, ich bin Tommy Turbo. Warum Turbo? Das ist ja kein Tommy echter Name. Tommy Turbo, ich bin Turbo eigentlich früher. Ja? Ich habe die Dinge aufbereitet früher, ich bin Tommy B-Turbo. Frag einfach nicht warum, ich heiße so. Ach so, okay. Was macht denn so Tommy beruflich? Ah, Tommy macht einiges. Also Tommy ist Allrounder, verstehst du? Ja. Ich bin privat, bin ich für andere Leute zuständig. Wenn du ein Problem hast, melde dich. Ich habe ein paar Leute dabei, die können dir immer gerne helfen. Hat Uwe eine Freundin? Oder sieht es ein bisschen schwer aus? Ich habe die Rebecca, ich habe die Regina, ich habe die vom Zwenny weggemacht. Ich habe einige, weißt du bescheiden. Ja, was sind die Würze so in der Beziehung? Ich gehe ran bei Schlecker an der Kasse. Ja. Und wenn man so lecker aussieht, dann sag ich, du bist doch Schnittchen oder was? Sag ich, wir beten jeden Mal. Was sind die Beziehungstipps? Was sind die Würze? Wie schafft man eine Frau? Du musst ja, Alter, auch mal rinkloppen, kloppen, Junge. Da darfst du nicht so. Musst du auch mal harte Hand beweisen, Alter. Wenn sie frech wird, da gibt's da eine. Ja, aber du scheinst nicht so ein Typ zu sein. Natürlich bin ich so ein Typ. Ich bin doch aggressive Uwe oder was? Riech mal. Riech mal mit der Faust. Nach was riecht denn das? Keine Ahnung. Auf Friedhof. Marek! Der Rote! Keine Zentralverriegelung, Kurva! Hä? Wurde dir das in die Wiege gelegt? Keine Wiege, auch geklaut, ne? Hatte keine Wiege, da, Kurva. Polnische, weißt du, wie ich aufgewachsen bin, Kurva? Meine Mutter hat mich zum Stillen in Scheune gelegt, bei Kuh unten, ne? Hab ich gesaugt, ne? Ja? Ja, na klar, natürlich. Aber warum? Da echter Landjunge bin ich, ne? Echter Landjunge? Na klar, natürlich. Was macht Tommy denn so hobbymäßig? Hast du ein Tommy-Hobby? Waterpiper ruche ich gerne, wa? Hat mein Kumpel Momo mir gezeigt, wa? Waterpiper ist ganz geil. Und was mach ich sonst? Ich sitze in der Kneipe, trinke mal ab und zu gezapftet, weißt du? Und mal ein bisschen Currywurst essen. Okay, wie kamst du nach Deutschland? Ein Gemüsetrecker von Schwager Marek. Ja? Ja, ja. Hinten drinnen, da Kurve war ein bisschen holprig, aber war gut, ja? Jetzt schön, na, Deutschland, so super Land, ja? Findest du Deutschland schön? Ja, super Land, da Kurve, natürlich. Warum? Was ist sag mal drei Attribute, was in Deutschland schön ist. Ja, da kann ich jetzt nicht so auf Angriff sagen, aber schöne Land, ja? Schöne Frauen, gute Essen, keine Sicherung im Laden, da Kurve, so gut, ja? Weißt du Bescheid, ja? Bist du so ein richtiger Deutscher, würdest du sagen, oder ein richtiger Berliner? Naja, du, pass auf, ich bin Berliner durch und durch, aber ich habe auch nichts gegen die Ausländer, sag ich mal. Hast du auch Freunde? Ich finde das angenehm, dass das multikulturell ist. Ja, klar, Momo, mein bester Kumpel, ist Araber, weißt du? Und ich hab doch nichts gegen das. Kick doch mal, die 15-jährigen Jungs, die kriegen doch keine Chance. Ja. Weißt du, wenn die sich bei der Polizei bewerben, die sagen, ja, hier, zack, al acta, weißt du, was ich meine? Du musst die doch auch mal, die kommen dann Jungs, vorhin. Pass auf, du. Die kommen da nirgendwo hin mehr, da gibt die nochmal eine Chance. Ja. Naja, Abdul Rahman, der kriegt doch keine Chance, verstehst du? Okay, aber kannst du es verstehen? Nee, ich verstehe das nicht, Mensch, die Kinder, das sind gute Jungs. Ja. Ich habe ihn bei mir im Haus, er trägt mir regelmäßig die Tüten hoch.
Nein. Ah, naja, sag ich dir, Bilal aus dem dritten. Aber Justus aus dem ersten Stock, meinst du, der grüßt mich? Da ich mach, guck mal, ich mach Import-Export, weißt du, egal was brauchst du, rufst du mich an, ne? Ja. Ja, egal was, Mikrofon, da Kurva, irgendwas, Equipment, Schuhe, Zigaretten, alles. Handy, Parfüm. Alles. Alles, was brauchst du, natürlich. Welchen Panzer will? Na, Panzer kriegst du, ja? Ja. Brauchst du jetzt? Marek, nicht den roten, Panzer! Was ist denn? Ja, besser ist es. Ruf weiter. Erhöhter Kumpel, war ein kleiner Spaß. Ja, Micha, Micha! Hast du den 7,5-Tonner? Hast du den abbestellt? Gut. Ja, ruf an. Entschuldige bitte. Kannst du rausschneiden, Mensch, ist doch egal. Hat Zigarettchen? Kann ich ihn hoch beim Aufnehmen? Oder? Also, wie du willst. Fühl dich wohl, fühl dich frei. Das ist dein Land. Sag mal, ob ihr eine Zigarette habt. Eine Zigarette? Klaut jemand in der Familie auch bei dir oder bist ja, du der Einzige? Guck mal, das ist so, bei uns Sportart, weißt du, das ist nicht so, das wird nicht, ist nicht so, die Leute sagen nicht, da klaust du, sondern da, guck mal, ich fahre mit meiner Tante, 70 Jahre in Rollstuhlkurva, ja. Da klappe ich zurück, das Teil schiebt die unter LKW-Kurva, die demontiert schnell. Dieselpartikelfilter, da kommt vorne wieder raus, ja? So einmal runter an der Kurva, schnell weg, ja? Weißt du Bescheid? Na klar! Was ist das hobbymäßig oder ist das richtig? Nee, das ist mein Hauptberuf. Du kannst das richtig gut, wa? Ja, ja, so ein bisschen. Ist das Kamera oder was? Ja, ja, das ist der Kameramann. Er lacht auch, war lacht er sich. Den habe ich jetzt einen Job gegeben. Wo ist der her? Kannst du mir das? Kennst du einen, kennst du alle? Ich weiß nicht, kannst du. Steckst du nicht drin? Du, ich hab auch, ich sage jetzt ganz ehrlich, ich habe schon mal ein Video gesehen von dir, aber ich dachte, du bist ein bisschen größer, mein Kleiner. Ja, ich hab ein bisschen Nacken, weil ich die ganze Zeit runterkicke zu dir. Natürlich. Aber das könnte zu einer Anzeige führen. Ja, aber du brauchst du nicht immer Pollen nur auf Klauen, wir haben auch andere gute Sachen. Was ja? Zum Beispiel? Weiß ich jetzt nicht, aber gibt's bestimmt, ja? Gibt's bestimmt. Gibt's bestimmt. Aber das könnte jetzt zu einer Anzeige führen. Können wir mal kurz abbrechen hier? Yeah. An der Meine Damen und Herren, ich habe ihn höchstpersönlich da. Nicht nur der talentierteste, sympathischste, hübscheste Comedian, Carlitos TV in der Haus. Ist mir eine Ehre. Grüß euch, Freunde, alles klar. Mein Bester, ich bin ein Riesenfan. Ich danke dir, Bruder. Ein Riesenfan von dir und deinen Charakteren. Ich danke dir, Bruder. Deswegen habe ich dich auch eingeladen. Und gesagt habe, ey, ich will ihn vor der Kamera haben, es ist eine Ehre für mich. Für mich auch, wirklich eine besonders große Ehre. Ich kenne dich ja auch schon länger, man weiß ja, was du machst. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Kein Problem. Ja. Wie ist das zustande gekommen, dass du... Ich bin immer schon so mit Akzenten unterwegs gewesen. Ich habe aber nie draus was gemacht. Ich bin eher so in der Schule immer angeeckt und so. Weißt du, immer die Leute wollte ich belustigen. Ich war immer gern der Pausenclown, sage ich mal. Und ja, jetzt habe ich mir einfach überlegt, gut, dann mach mal was draus. Habe ein, zwei Videos gedreht, die sind gut angekommen und seitdem bin ich dabei. Wo kann man dich überall sehen? Eigentlich überall. Also Instagram, Carlitos TV, check gerne mal ab. TikTok, auch Carlitos TV. YouTube, auch Carlitos TV. So, meine Damen und Herren, checkt ihn ab, folgt ihn. Wir blenden nochmal seine Seite ein. Es war mir eine Ehre. Einblenden, ja? Ja, klar. Komm mal, Technik. Ich danke dir, mein Lieber. Ey, bis dann, Bruder. Ja, ich wünsche dir alles Beste, ne? Leute, bleibt sauber, ciao. Eva und like dieses Video, kommentiert dieses Video, macht mal diese Glocke an. Ganz, ganz wichtig, Cheyenne Garcia in the house. Ciao.